Willkommen bei unserer Vorlesung zu Reverse Engineering. In diesem Video sehen wir uns die grundlegenden Formate für Executables an. Das heißt also die Dateiformate, in denen tatsächlich Code gespeichert wird, den wir dann später analysieren wollen. Das ist im Prinzip schon eine Form der statischen Analyse. Das heißt, wenn wir uns ein Binary anschauen, das heißt, wir führen es nicht aus, sondern wir sehen uns wirklich die Artefakte an, die wir vorliegen haben, das heißt den Code oder die Datei, in der der Code gespeichert ist. Wenn wir uns ein neues Ziel ansehen, irgendein neues Programm, was wir analysieren wollen, ist also eines der ersten Dinge, sich das Binary anzusehen, die Executable, und herauszufinden, was für Informationen wir darüber bekommen können. In so einem Executable ist an sich der ganze Maschinencode, der ausgeführt wird, und aber auch jede Menge Metadaten, die interessant für uns sind. Insbesondere interessant für eine Analyse, wo es darauf ankommt zu sehen, was ist das mögliche Verhalten von einem Programm, was sind die möglichen Funktionen, die implementiert sind. Besonders relevant dort sind die importierten Funktionen. Das heißt Funktionen, die dieses Binary aus anderen Laufzeitbibliotheken importiert. Das heißt zum Beispiel aus der Standardbibliothek für C, wo also so allgemeine Funktionen drin sind, wie zum Beispiel die Allokation von Speicher oder auch I/O-Funktionen, mit denen zum Beispiel ausgegeben wird auf das Terminal oder Dateien erzeugt werden etc. Aber auch falls irgendwelche anderen Bibliotheken benutzt werden, die also zum Beispiel grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung stellen etc., mathematische Funktionen, was auch immer. Das ist auch gerade unter Windows sehr relevant, weil dort gerade die Standardbibliotheken sehr reichhaltig sind. Dort gibt es also einen ganz großen Satz an API-Funktionen, die verwendet werden und daher einem viele Informationen darüber geben, was ein Binary macht. Darüber hinaus gibt es auch noch die exportierten Funktionen, die in so einem Binary sichtbar sind in den Metadaten. Das ist insbesondere interessant für Bibliotheken. Das heißt, das sind die Funktionen, die jetzt andere Programme wiederum importieren könnten von diesem Binary. In einem Binary ist also ein Programm enthalten. Dazu muss ich jetzt erstmal nochmal grob wiederholen, wie also der Kompilierungsprozess funktioniert. Ich denke, einige von Ihnen, wenn nicht sogar die meisten, haben eine Compiler-Vorlesung besucht oder etwas Ähnliches. Im Prinzip, der Compiler wandelt Quelltext um in Maschinencode. Dieser Maschinencode wird wiederum in sogenannten Object-Files gespeichert. Das sind also diese .o-Dateien unter Unix oder .obj.object-Dateien unter Windows typischerweise, in denen also für jede Quelltextdatei der Maschinencode gespeichert wird während der Kompilierung. Das ist also bei größeren Programmen der Fall insbesondere, wenn man also viele Quelltextdateien hat. Und dann im Linking, also wenn der Linker zum Zug kommt, der dann wirklich das endgültige Binary erzeugt, der sammelt dann all diese einzelnen Object-Files zusammen und kombiniert sie also in ein großes Executable. Für diese Object-Files gibt es mehrere Formate, aber insbesondere für diese Executables gibt es doch einiges an Auswahl. Da gibt es also historische Formate, die jetzt heutzutage nicht mehr eingesetzt werden, insbesondere dieses COM-Format, das waren also zum Beispiel unter relativ alten Betriebssystemen, eben inklusive DOS, wer das noch kennt, ein häufiges Format. Command.com kennen vielleicht noch einige. COM ist ein ganz einfaches Format, das ist einfach nur eine Sequenz von Maschinencode-Instruktionen. Die werden einfach so, wie sie sind, linear in den Speicher geladen und dann beginnt die Ausführung einfach beim ersten Byte. Das ist also das simpelstmögliche Format an sich. Dann gibt es die DOS-Executables, also diese klassischen .exe-Dateien noch vor Windows-Zeiten, werden auch häufig als DOS-MZ bezeichnet. Denn sie identifizieren sich durch diesen magischen String MZ ganz am Anfang der Datei. Steht übrigens für Mark Tchaikovsky, einer der ersten Microsoft-Mitarbeiter, der damals den Linker entwickelt hat. Dann darauf aufbauend das PE-Format, was dann für Windows entwickelt wurde, was also zusätzliche Informationen enthält. Aber es gibt auch noch andere Formate, auch wieder historisch das A.Out-Format, was also in alten Unix-Systemen verwendet wurde.
Das COF-Format, was ebenfalls in Unix veraltet ist, allerdings immer noch die Basis für PE darstellt. 11, das ist das Standardformat unter Linux und vielen anderen Unix-Varianten. Und MachO oder MacO, das Format, was unter macOS verwendet wird. Letztlich haben all diese Executable-Formate den gleichen Zweck. Man will irgendwie den Code speichern in einer Datei. Das ist also ganz ähnlich wie jetzt bei einem Bildformat oder bei einer Sounddatei oder so. Das heißt, man will in irgendeiner Form diese Daten repräsentieren und dazu braucht man einerseits die Daten selbst, aber dann eben auch Metadaten. Außer jetzt in so ganz einfachen Varianten wie dem COM-Format. Dabei sind verschiedene Features häufig gewünscht, insbesondere bei modernen Betriebssystemen, die also mit virtuellem Speicher arbeiten, ist es wichtig, dass wir in der Lage sind, so ein Binary an verschiedenen Adressen im Speicher zu laden. Das braucht man nicht nur wegen Address-Based Layout Randomization, was also eine modernere Sicherheitsfunktion ist, sondern allein schon, wenn man mehrere Bibliotheken in denselben Speicherbereich lädt. Denn man kann zum Zeitpunkt, wo man diese Bibliotheken kompiliert, ja nicht vorhersehen, an welchen Adressen die dann, also nicht vorhersehen, mit welchen anderen Bibliotheken sie kombiniert werden. Und daher könnte man also nicht eine eindeutige Adresse für die Bibliothek vergeben, sondern es muss möglich sein, diese Bibliotheken an verschiedenen Adressen zu laden. Das heißt, also das ist ein Feature, was man haben möchte. Diese Relocations müssen möglich sein. Und dann verwandt damit möchte man in der Lage sein, dynamisch zu linken. Das heißt, nochmal zurück zu den Compilern. Also linken bedeutet der Prozess, wo ich also verschiedene Quelltext dann mit existierendem Code verbinde, das heißt entweder verschiedene Quelltextdateien miteinander oder eben auch mit Bibliotheken. Das kann man eben statisch tun. Das ist also das, was passiert, wenn ich meinen eigenen Quelltext zum Beispiel übersetze, dann linke ich statisch die verschiedenen Module zusammen. Das kann ich auch mit Bibliotheken teilweise machen, statisch verlinken. Das heißt, die ganze Bibliothek wird mit in mein Binary rein kopiert. Aber häufig wird aus Platzgründen und auch aus Performancegründen dynamisch gelinkt. Das heißt, erst zur Laufzeit hilft einem dann das Betriebssystem oder ein spezieller Linker, Runtime-Linker, damit die Bibliotheken, die nötig sind für das Ausführen eines Programms, zu finden und dann einzubinden. Das passiert häufig durch eine Komponente, die also Loader oder Runtime-Linker genannt wird. Die typische Struktur von so einem Binary ist also, dass man einen Header hat, wo die Metadaten drinstehen. Im Header sind also ganz allgemein eine Adresse drin, wo das Programm anfängt. Das ist der sogenannte Entry Point. Der wird uns noch häufiger begegnen in dieser Vorlesung. Das ist also der Ort, an dem das eigentliche Programm startet. Das könnte man sich jetzt vorstellen als die Main-Funktion. Das ist das, was man typischerweise als Programmierer sieht, in C zum Beispiel. In Wirklichkeit ist es aber häufig eine Initialisierungsfunktion in einer Standardbibliothek, die aufgerufen wird und dann erst Main startet. Dann darüber hinaus im Header sind also Metadaten eben über Imports und Exports und auch noch viele andere Daten, dazu später noch mehr. Und dann gibt es eben mehrere Sektionen oder Sections in so einem Image, in denen also der tatsächliche Maschinencode steht oder auch die Daten, die verwendet werden, Konstanten, aber auch diese Relocation-Information, mit der ich dann in der Lage bin, dass zur Laufzeit das Image an verschiedene Adressen geladen wird oder auch Debug-Informationen, wenn man im Debug-Modus kompiliert hat, damit dann also ein Debugger Quelltextinformationen ausgeben kann, etc. und noch vieles mehr. Wenn jetzt also ein Binary geladen wird zur Laufzeit, das passiert mit Hilfe des Loaders. Dieser Loader, das kann man nicht so eindeutig sagen, ob das jetzt, dass das jetzt wirklich ein Programm ist. Die Funktion des Loaders ist verteilt im Kernel, aber auch teilweise in dedizierten Hilfsprogrammen. Unser Unix-System oder Linux insbesondere ist das zum Beispiel ld.so. Das ist der dynamische Linker, der also einen Teil des Loadings übernimmt. Loading und dynamisches Linken ist also folgendermaßen strukturiert. Es wird erst ein neuer Prozess erzeugt. Das heißt, das Betriebssystem legt einen neuen Prozess an, in dem dann das neue Binary laufen wird. Und dann wird eben dieses Executable erst geladen. Das heißt also, all der Code, all die Metadaten, die zur Laufzeit benötigt werden, werden vom Betriebssystem oder vom Loader eben in den Speicher dieses neuen Prozesses hineinkopiert. Und
dann werden rekursiv alle Abhängigkeiten aufgelöst. Das heißt, wenn dieses Programm irgendwelche Bibliotheken benötigt, werden die also gefunden und dann entsprechend eingelinkt. Und wenn diese Bibliotheken wiederum irgendwelche Abhängigkeiten haben, dann werden die ebenfalls aufgelöst und eingebunden. Dafür ist es eben nötig, die Adressen von importierten Funktionen einzufügen an den richtigen Stellen. Das passiert typischerweise mit Tabellen. Und wenn das Binary an eine bestimmte Adresse geladen wurde, muss natürlich auch die Information, an welcher absoluten Adresse im virtuellen Speicher sich das Programm jetzt befindet, an bestimmten Punkten eingetragen werden. Eben überall dann, wenn in dem Binary absolute Adressen verwendet wurden, zum Beispiel für globale Variablen oder Funktionen. Dann wird das Programm tatsächlich starten. Das heißt, letztlich wird der Prozess dann an einer bestimmten Adresse beginnen, die durch diesen Entry Point definiert wurde. Und das ist eben so eine libc-Funktion oder eine Standardbibliotheksfunktion. Das ist unter GNU-System oder Linux-System häufig in Funktion namens Start. Unter Windows ist das typischerweise main-crt-startup. Und diese Funktionen rufen dann eben main oder unter Windows winmain auf. In diesem Kurs werden wir uns insbesondere mit Windows-Binaries beschäftigen. Deswegen werde ich in diesem Video etwas mehr Zeit verwenden, um das Portable Executable Format vorzustellen. Das ist also das Windows-Format für Binaries. Kurz wird es auch als PE abgekürzt. Das ist der Begriff, unter dem man es meistens finden wird in der Literatur oder online. Das Microsoft PE-Format basiert also auf COF, einem ursprünglichen Unix-Format für Object-Files. Und das ist ursprünglich für 32-Bit definiert worden, das heißt, das ist die PE32-Variante und inzwischen gibt es auch PE32+ für 64-Bit-Binaries. Unterscheiden sich nicht großartig, nur die entsprechenden Adressen wurden eben angepasst auf 32-Bit, von 32-Bit auf 64-Bit. Wo wir schon bei Adressen sind, also Adressen werden im PE-Format grundsätzlich als RVAs angegeben, das sind also Relative Virtual Addresses. Das bedeutet, die Adressen werden, eben da sie sich zur Laufzeit verändern können, je nachdem, wo der Loader dann das Binary hingeladen hat, an welche Adresse, deshalb werden die Adressen grundsätzlich nur relativ zu einer sogenannten Image Space angegeben, also relativ zu einer Basisadresse, die vom Loader eingetragen wird. Es gibt also während des Loading-Prozesses wird diese Konstante definiert, das heißt, der Loader entscheidet sich für eine bestimmte Image Space. Das ist eine Adresse irgendwo innerhalb des virtuellen Adressraums dieses Prozesses. Und diese Image Space wird dann aufaddiert auf all diese relativen Adressen, auf all diese RVAs, die innerhalb des Headers des PE-Files vorkommen oder auch an anderen Stellen. Das heißt, auf diese Weise können sehr einfach diese relativen Adressen dann in absolute Adressen übersetzt werden, die es dann erlauben, direkt im virtuellen Adressraum bestimmte Punkte zu identifizieren, also Funktionen etc. oder Sektionen des Binaries. Die Struktur von einem PE-File ist immer gleich. Aus historischen Gründen beginnt ein PE-File erstmal mit einem DOS-Header. Das ist deswegen, weil ursprünglich in den ersten Windows-Versionen, die also PE-Format unterstützt haben, war es nötig, dass man also diese Excel-Files auch unter DOS aufrufen konnte, ohne dass das System abstürzt. Man wollte ja so ein bisschen Kompatibilität behalten. Das heißt, diese PE-Files haben zwar, wenn man sie unter DOS startet, keine sinnvolle Funktion, das heißt, können ja auch nicht sinnvoll ausgeführt werden, aber immerhin ist es eine gültige Executable für DOS. Das heißt, das Einzige, was sie machen, ist, sie starten und schreiben "This program cannot be run in DOS-Mode" und beenden sich dann. Das heißt, am Anfang jedes PE-Files ist also ein sehr kurzes DOS-Programm, was eben genau diese Nachricht ausgibt und dann das Programm beendet. Anschließend an diesen DOS-Header und an diesen DOS-Real-Mode-Stub nennt sich das, also Real-Mode, weil das eben im Real-Mode anstatt im Protected-Mode läuft, folgt dann der eigentliche PE-Header. Danach dann der COF-Header oder in der Microsoft-Terminologie auch File-Header genannt. Das ist also ein Header, der gleich ist auch im COF-Format, dann anschließend der Optional-Header, wo weitere PE-Informationen stehen und dann kommen die eigentlichen Sections, also zunächst die Section-Table, wo Informationen über all die einzelnen Sektionen aufgelistet ist und dann die tatsächliche die Sequenz der Sections in dem Binary.
Ja, das ist, erschlägt jetzt einen erstmal etwas. Das sind einfach nur die verschiedenen Felder, die in dem PI-Header enthalten sind. Also wir haben hier drei verschiedene Strukturen. Erst einmal generell den PI-Header, der beginnt mit einer Signatur. Das wollte ich Ihnen nur einmal hier zeigen. Also das ist so ähnlich wie das MZ am Anfang von den DOS-Executables. Gibt es also auch im PE-Format am Anfang so einen String, einfach nur PI, gefolgt von zwei Nullen. Das ist die sogenannte Signatur, die also identifiziert, dass es sich um einen PE-File handelt. Und dann sind da zwei Pointer auf die weiteren Header, also auf den COF-Header und auf den Optional-Header. Und ja, da stehen also verschiedene Daten. Das müssen wir uns jetzt nicht alles genau anschauen, aber zum Beispiel verschiedene Pointer hier zur Symbol-Table, wo die eigentlichen Symbole drin stehen. Im COF-Format wichtig, eben für den statischen Linker auch. Dann in dem Optional-Header stehen also die ganzen Details für das PI-Format, zum Beispiel also hier diese Image-Space, die ich erwähnt hatte, wo also dann schon eingetragen wird, was zur Linkzeit die Annahme war über die Image Space. Dann verschiedene Versionen, die angenommen werden, um das Programm laufen zu lassen, etc. etc. Also Subsystem gibt es hier zum Beispiel, das können also verschiedene Varianten sein, also entweder Konsole oder ein grafisches Programm oder auch ein Xbox-Programm. Da gibt es also verschiedene Einträge hier. Und am Ende von dem Header steht dann eben hier das sogenannte Data Directory. Das sehen wir uns noch mal etwas genauer an. Das ist also eine Sequenz von Einträgen über weitere Informationen. In diesem Data Directory, das ist also einfach nur ein Array von Paaren zwischen RVAs, also relativen virtuellen Adressen, und der Größe jedes einzelnen Eintrags. Und da gibt es also mehrere Metadaten. Für uns wichtig hier sind da insbesondere die Pointer auf die Export-Table, Import-Table, also Import-Directory-Table und Export-Directory-Table. Das sind also diese übergreifenden Strukturen für Imports und Exports. Dazu später noch mehr. Dazu gehören auch die Bound-Import-Table und Delay-Import-Descriptor, die jeweils auch für Imports zuständig sind. Dann Informationen über die Ressourcen, das sind also Dinge wie Dialoge etc. Und die Relocation-Informationen für den Linker, der dann für den Loader, der dann zur Laufzeit eben die Korrekturen vornimmt, und auch ein Pointer zu der Debug-Information, falls nötig. Hier ist auf der rechten Seite ein kleiner Überblick über das typische Verhalten von oder das Verhältnis zwischen einem Modul und seinen Abhängigkeiten und wie importiert wird. Das nochmal hier zur Erklärung, also jedes PI-File und DLLs, also Bibliotheken sind auch PI-Files, hat also eine Export-Section und eine Import-Section. Wenn wir also hier in unserem Programm, das Importing-Module, etwas exportieren, würde das also in der Export-Section auftauchen mit jeweils Pointern auf die entsprechenden Funktionen in unserer Code-Section. Und dann in der Import-Section würde dann für jede einzelne DLL stehen. Erstmal, was ist der Name der DLL und dann die Funktionen, die importiert werden. Und die werden dann also nach erfolgreichem Loading auf die entsprechenden Export-Einträge dieser DLLs zeigen, die jeweils eben Pointer auf die Code-Section enthalten, sodass wir dann wirklich diesen Code zur Laufzeit ausführen können. Ja, wie funktioniert das dynamische Linken im PE-Format? Zur Zeit, wenn das Programm geladen wird, wird also der Loader des Betriebssystems aktiv und findet eben anhand des Namens der DLLs tatsächlich dann die entsprechenden Dateien. Das heißt, da steht dann zum Beispiel drin, dass also eine bestimmte DLL mit Namen user32.dll gesucht wird. Das ist also eine der Systembibliotheken in Windows. Und dann eine Liste von Funktionen, die benötigt werden, um das Userprogramm auszuführen. Zur Ladezeit wird diese Liste von Funktionen dann eben untersucht und alle Adressen von diesen Funktionen werden dann, also diese Bibliotheken werden geladen und dann die Adressen der Funktionen in den Bibliotheken an den entsprechenden Stellen in der Tabelle eingetragen. Dieser Prozess, das nennt sich Binding, und jede Adresse, die also schon aufgelöst ist, ist dann sozusagen bound. Es gibt eine Struktur, in der eben diese Namen stehen. Das ist die sogenannte Import Directory Table. Da ist also für jede Bibliothek, für jede DLL ein entsprechender Eintrag. Und da stehen dann entsprechend Pointer, immer in Form von RVAs, Pointer auf den Namen der DLL, das ist ein String,
und dann ein Pointer auf die Import Lookup Table. Das ist die eigentliche Tabelle mit den Namen der Funktionen, die importiert werden sollen, oder alternativ auch nur die Ordinale. Das ist also die, das ist auch wieder Windows-spezifisch, dass man kann also Funktionen auch importieren, nicht über den Namen, sondern einfach nur über den Index der Funktion innerhalb der Export-Tabelle der jeweiligen DLL. Und dann gibt es einen weiteren Pointer auf die Import Address Table, die IAT, die wird auch noch häufiger relevant werden in diesem Kurs. Das ist dann tatsächlich die Adresse, die Tabelle, in der die Adressen der Funktionen stehen werden, wenn das Loading abgeschlossen ist. Das heißt, das ist also eine Tabelle, wo dann wirklich die ganzen Function Pointer stehen, die auf die entsprechenden importierten Funktionen zeigen. Das heißt, die Funktionen von der Bibliothek, die wir benutzen wollen. Es gibt auch noch andere Mechanismen, um zu importieren. Das ist also IAT, das ist so der Standardmechanismus. Es gibt aber auch eine Bound Import Table. Das ist eine Struktur, die ist ähnlich wie die IAT und ILA, mit dem Unterschied, dass hier die Importe schon fest definiert wurden. Das heißt, wenn man schon weiß, dass, also es ist insbesondere bei Systemprogrammen häufiger der Fall, die also für eine ganz spezifische Version einer DLL implementiert wurden und wo also der Windows-Update-Mechanismus Kontrolle darüber hat. Da werden also teilweise die Imports schon vorher, schon statisch eingetragen. Das heißt, da spart man sich ein bisschen Zeit im Loading. Es wird dann allerdings zur Loading-Zeit nochmal kurz gecheckt, ob das auch wirklich alles korrekt ist, also ob die Version passt. Aber an sich kann man sich auf die Weise dieses dynamische Linking dann sparen. Es ist eine Form des statischen Linkens, bei der allerdings die Bibliothek weiterhin extern bleibt und nicht eingebunden wird. Dann gibt es die Delay Load Import Table. Das ist eine lazy Version von der normalen, vom normalen Import-Mechanismus. Das heißt, hier werden die Funktionen erst geladen, wenn sie wirklich das erste Mal auch benutzt werden. Das kann auch die Startup-Zeit verkürzen. Die IAT und die verwandten Strukturen der IAT in Delay Load und Bound Import sind dann relevant, wenn eine User-Funktion tatsächlich Code aufruft. Nämlich, das sind immer indirekte Calls, die also direkt die Adresse der Funktion aus der IAT laden. Das heißt, wirklich, wenn man sich dann das Disassembly anschaut von Code, wird man sehen, dass also alle importierten Funktionen grundsätzlich über so einen indirekten Call aufgerufen werden, der die IAT referenziert. So, wir hatten ja die Sections schon erwähnt im Überblick. In der BI-File gibt es natürlich auch Sections. Diese Sections sind grundsätzlich immer, haben immer einen Namen. Der Name ist normalerweise frei. Das heißt, kann man sich nicht darauf verlassen, dass der bestimmte Form annimmt. Allerdings, die meisten Compiler halten sich da an Konventionen. Und es gibt also einige Sections, die man also hier häufiger sehen wird. Zum Beispiel die Text-Section, wo dann tatsächlich der ganze Code drinsteht und auch die IAT. Dann gibt es Data-Sections für nicht initialisierte Daten oder Read-Only-Data oder auch normale Daten, die also auch geschrieben werden kann und schon initialisiert ist. Dann gibt es die Resource-Section, wie schon erwähnt. Da sind also zum Beispiel Dialoge drin oder Bilddateien, irgendwelche Daten in größeren Mengen, die das Programm zur Laufzeit braucht. Das ist auch wieder ein Windows-spezifisches Format. Da gibt es also spezielle Funktionen, um dieses Resource-Verzeichnis zu benutzen. Dann gibt es also für Import und Export spezifische Sections und für Relocation ebenfalls. Und letztendlich dann auch noch eine Debug-Section, die allerdings nur in Debug-Versionen von Binaries tatsächlich vorhanden ist. Normalerweise wird die also bei kommerziellen oder auch bei Malware natürlich entfernt, um es dem Reverse Engineer nicht unnötig leicht zu machen. Das heißt, da kann man sich leider nicht darauf verlassen, dass die normalerweise vorhanden ist. Aber es lohnt sich danach zu gucken, denn manchmal vergessen Hersteller auch die Debug-Section zu entfernen. Also manchmal findet man da doch Informationen, die sehr, sehr hilfreich sein können. So, genug zu Windows jetzt erstmal. Jetzt schauen wir uns noch das ELF-Format an, also das Executable and Linkable Format nennt sich das unter Unix. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass das ELF heißt, denn also die ursprünglichen Unix-Entwickler haben also häufiger ihren Formaten lustige Abkürzungen gegeben. Es gibt auch Dwarf für die Debug-Informationen und so. Also ich glaube, da waren so einige Pen-and-Paper-Rollenspieler drunter. Aber genug zur Geschichte.
11 ist also weiterhin das verbreitetste Format in allen Unix-Derivaten. Es gibt also in Linux, auch Solaris, FreeBSD, gibt es überall 11 Binaries. Und vom High-Level-Konzept her ist 11 ähnlich wie PE, allerdings im Detail unterscheidet sich es dann doch merklich. Es gibt zwei verschiedene Konzepte der Struktur bei 11. Es gibt also Segmente und Sections. Dabei haben Segmente nichts mit Memory-Segmenten zu tun im Assembly-Bereich oder so, falls Sie das schon kennen. Segmente im 11-Format bedeutet einfach nur zusammenhängende Bereiche in dem Binary, die gemeinsam in den Speicher geladen werden sollten. Also Segmente fassen mehrere Sections zusammen und haben den Vorteil, dass der Loader dann eben schneller einfach den Speicher kopieren kann am Stück, ohne jetzt einzeln durch die Sections zu iterieren. Es wird bei den Segmenten auch schon gleich festgelegt, ob die dann auf les- und schreibbaren Pages landen sollten oder ob sie ausführbar sein sollen oder überhaupt nicht geladen werden sollten. Also zum Beispiel bestimmte Informationen, die nur für den Loader da sind, wie zum Beispiel Relocation-Informationen, wird gar nicht in den Speicher geladen. Und dann gibt es eben auch die Sections, genauso wie bei PE, die werden in der Section-Header-Table dann aufgeführt. Sections sind also genauso wie auch im PE-Format wichtig für Linking und Ausführung tatsächlich. Es gibt etwas andere Sections, also es gibt auch natürlich eine Text-Section, wo der eigentliche Code drin ist, und eben Data-Sections, Debug etc. Zusätzlich gibt es aber eben Sections, die spezifisch für den dynamischen Linker im 11-System sind. Und es gibt spezielle Init- und Fini-Sections, die für die Initialisierung und Beendigung eines Binaries zuständig sind, was also die Standard-Libraries benutzt. Zum dynamischen Linken im 11-System noch ein paar Details, denn falls Sie mal ein 11-Binary reverse-engineeren, wird Ihnen das ganz sicher sehr schnell auffallen. Es gibt also nicht die IIT in der Form in 11, sondern stattdessen gibt es diese Kombination von der GOT und PLT. In GOT steht also für Global Offset Table. Und die ist also einfach eine Tabelle von Adressen, die es erlaubt, grundsätzlich Zugriffe indirekt durchzuführen. Die wird einerseits verwendet, um also globale Variablen zum Beispiel indirekt verfügbar zu machen. Das heißt, wenn also eine Bibliothek, ein Shared Object, wie das unter Unix-Systemen heißt, wenn also so eine Bibliothek eine globale Variable zur Verfügung stellt, würde die auch in diese GOT dann einen Eintrag bekommen, sodass man dann zur Load-Zeit diese Adresse entsprechend verändern kann und jeder Zugriff auf diese globale Variable würde immer über diese GOT laufen, sodass also kein Code verändert werden muss, sondern nur der Eintrag in dieser GOT. Dann die Funktionsadressen stehen ebenfalls in dieser selben Tabelle. Die werden allerdings erstmal nur initialisiert, sodass sie auf einen speziellen Loader-Code zeigen oder die, sodass das grundsätzlich so ein Lazy Loading aktiviert wird. Das ist im Prinzip so wie im PE-Format die Layload-Mechanismen funktionieren. Dazu brauchen wir noch eine zweite Tabelle, das ist die sogenannte PLT, die Procedure Linkage Table. Das entspricht so ein bisschen dieser Delay-Load-IIT Kombination in PE. In der PLT haben wir also folgendes System, das heißt der Code in dem eigentlichen Benutzerprogramm, also dem eigentlichen Sections, wo der Code drin steht, ruft tatsächlich nur einen Stub auf in dieser PLT. Also die PLT enthält ein bisschen Code, das ist also für jede importierte Funktion ein kleiner Eintrag, besteht aus drei Instruktionen. Die werden aufgerufen von dem Usercode. Die erste Instruktion springt an eine Adresse, die aus der GOT gelesen wird. Die ist zunächst so eingestellt, dass sie einfach nur auf die nächste Instruktion zeigt. Und dann die nächste Instruktion initialisiert dann das Argument für die dynamische Loader-Funktion. Das heißt also den
informiert den Loader darüber, was für eine Funktion geladen werden soll, und dann die dritte Instruktion springt in den eigentlichen Loader. Das heißt, beim ersten Mal Aufrufen einer neuen Funktion, die jetzt zum ersten Mal benutzt wird, die von der Bibliothek importiert wurde, wird einfach der dynamische Loader aufgerufen anstatt der Funktion. Und dieser Loader führt dann also das durch, was unter Windows oder beim einfach statischen Loading zunächst gemacht wird. Es wird die Bibliothek gefunden und dann entsprechend die Adresse eingetragen in die GOT, so dass dann beim nächsten Mal, wenn diese Funktion aufgerufen wird, wenn also dieselbe Stub in der PLT aufgerufen wird, nicht mehr der Sprung direkt zur nächsten Instruktion weitergeht, sondern dann direkt in die Funktion, die importiert worden ist. Das ist also ein ganz eleganter Mechanismus, wie Delay Loading implementiert wird, direkt in dem eigentlichen Binary. Am besten schaut man sich das mal an, wenn man einfach eine ELF-Datei disassembliert, dann kann man das ganz gut sehen, wie diese Instruktionen dort aufeinander folgen. Und dann kann man sich das im Debugger zur Laufzeit ansehen, wie die Werte dann abgedatet werden. So, und das führt uns auch schon zum Ende von diesem Video. Das Wichtige, was Sie sich merken sollten, ist also, dass wir in Executable-Files den Maschinencode speichern und verschiedene Metadaten, von denen einige eben sehr wichtig sind fürs Reverse Engineering. Insbesondere die importierten Funktionen haben wichtige Informationen darüber, was eine Funktion macht. Denn wenn ich weiß, was für importierte Funktionen in bestimmten Code aufgerufen werden, gibt mir das schon ganz gute Informationen darüber, was eigentlich passiert in einer Funktion. Also wenn ich sehe, eine Funktion ruft zum Beispiel open auf und dann write und dann close, dann weiß ich, aha, anscheinend wird hier eine Datei geöffnet und geschrieben und dann geschlossen. Die gängigsten Formate, die Sie also so antreffen werden, sind das PI-Format unter Windows, was auch der Fokus von unserem Praktikum ist. Dann das ELF-Format für Linux und unter macOS, was wir jetzt nicht uns angeschaut haben, dort gibt es das sogenannte macO-Format, was eben dort der Standard ist. Dann danke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.